Golden Tiger Shrimp, Tangerine Tiger, Orange Tiger, Caridina cantonensis. Die Tangerine Tiger oder goldene Tigergarnele aus Südchina ist noch relativ neu im Hobby. Immer wieder wird sie als Caridina serrata bezeichnet. Es hat sich nach Untersuchungen allerdings herausgestellt, dass sie der Art Caridina cantonensis angehört. Die Körperfärbung der Tangerine Tiger ist gelb bis goldorange. Das typische Streifmuster ist schwarz und kann von Tier zu Tier in Intensität und Verteilung variieren. Die Männchen bleiben etwas kleiner und schlanker als die Weibchen, die bis zu 2,5 cm groß werden können. Die Tangerine Tiger ist ein friedliches Gruppentier und fühlt sich bei einem Startbesatz von 10 bis 20 Tieren im Aquarium wohl. Sie lässt sich auch gut mit anderen Garnelenarten vergesellschaften, die dieselben Ansprüche an das Wasser haben wie sie. Mit Bienengarnelen kreuzt sich die Tangerine- oder Golden Tiger-Garnele problemlos, was im Nachwuchs zu wunderschönen Zuchtformen mit Rückenstrich, zum Beispiel Skunk, führt. Zu weiteren möglichen Kreuzungen gibt unsere Kreuzungstabelle Auskunft. Diese finden Sie auf www.garnelio.de. Aufgrund ihrer relativ guten Vermehrung kann man sie mit kleinen, friedlichen und nicht zu hektischen Fischen zusammenhalten, ebenso mit Schnecken. Von einer Vergesellschaftung mit Krebsen, Süßwasserkrabben und Muscheln möchten wir jedoch abraten. Die Ansprüche ans Wasser sind einfach zu unterschiedlich. Die Golden Tiger Garnele frisst sehr gern Futter pflanzlichen Ursprungs. Braunes Herbstlaub ist ein geeignetes Dauerfutter. Zweimal pro Woche sollten Proteine zur Verfügung gestellt werden. Am einfachsten geschieht dies durch ein Proteinfutter, das auf die Ansprüche von Garnelen maßgeschneidert ist. Die Tangerine Tiger kommt aus typischen Weichwasserbiotopen und mag daher auch im Aquarium gerne kühles, sauerstoffreiches, leicht saures, sehr weiches und sauberes Wasser. Ideale Bedingungen schafft man durch die Verwendung eines aktiven Soils, der die Wasserwerte in einem für die Tangerine Tiger günstigen Bereich stabilisiert, sowie durch Osmosewasser und ein geeignetes Mineralsalz, Bienensalz. Das Leitungswasser in vielen Regionen ist leider zu hart für eine dauerhafte Haltung und vor allem für eine erfolgreiche Zucht. Auf wasserneutralem Kies kann man diese schönen Tiere natürlich auch halten. Nur aufwerten sollten weder Bodengrund noch Dekoration. Wie die meisten Zwerggarnelen werden auch bei den Golden Tiger Garnelen nach einer Tragzeit von 3 bis 4 Wochen 20 bis 40 fertig entwickelte Jungtiere entlassen. Dies geschieht in der Regel alle 2 bis 3 Monate. Wenn das Becken gut eingefahren ist und die Garnelen sich wohlfühlen, kann sich der Nachwuchs auch öfter einstellen. Bereits beim Schlupf sind die Jungtiere der Tangerine Tiger gelblich gefärbt. Lediglich die Streifen lassen noch etwas auf sich warten. Sie bilden sich erst im Laufe der Zeit aus. Unsere Futterempfehlung: Die weichen Mainfeed Softpads von Natureholic wurden für die tägliche Fütterung konzipiert. Sie enthalten alle Nährstoffe, die Garnelen für den Panzeraufbau, die Eibildung und das Wachstum benötigen. Bei der Herstellung achten wir auf eine schonende und umweltfreundliche Produktion, bei der die Vitamine und andere wertvolle Inhaltsstoffe weitestgehend erhalten bleiben. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie für die Bepflanzung Natureholic in Vitros. Diese sind frei von Schnecken, Planarien und sonstigen unerwünschten Mitbewohnern. Ebenso frei von Algensporen, Bakterien und Pilzen. Weitere Informationen über die goldene Tigergarnele und weitere Tiere sowie Produkte finden Sie auf www.garnelio.de.